In Skyrim gibt es richtig schlechte Quests. Grundsätzlich ist das preisgekrönte Spiel von Bethesda eine sehr coole Sache, doch nicht alle Quests machen wirklich Spaß, sondern arten schnell aus in Sammelaufgaben oder Tätigkeiten, die einfach keinen Spaß machen. Ganz oben ist hier die Quest Die verbotene Legende. Man startet diese Quest, indem man das Buch Verlorene Legenden findet und einfach liest. Dieses Buch kann wie Sand am Meer überall in Himmelsrand gefunden werden. Einmal gestartet, müssen wir in eine Nordruine reisen, die in der Nähe von Einsamkeit liegt. Und hier beginnt das ganze Elend dieser Quest. Denn insgesamt hält uns diese Quest durchaus über eine Stunde beschäftigt, wenn nicht sogar noch länger. Dabei wechseln wir keinerlei Dialog mit irgendwelchen NPCs. Die ganze Story wird uns über Tagebucheinträge erzählt. Und selbstverständlich sind diese Einträge wirklich unglaublich spannend formuliert. Man möchte wirklich immer wissen, wie es weitergeht. Obendrein verstecken sich dann in diesen Tagebüchern auch noch die Lösungen für einige sehr komplizierte Rätsel. Denn bei der Dungeon in Einsamkeit bleibt es nicht. Wir müssen noch zwei weitere Orte besuchen. Bethesda wollte uns hier ordentlich quälen, denn die Dungeons liegen zum Teil sehr, sehr weit auseinander und wenn man noch nicht viele Orte entdeckt hat in Himmelsrand, muss man viel Wegstrecke zurücklegen. Das Ziel ist es, drei Bruchstücke eines Amuletts zu finden. Besagtes Amulett gibt uns 30% mehr auf Ausdauer, Marika und Gesundheit. Für diesen wirklich großzügigen Schatz von Bethesda kämpfen wir uns durch eine Dungeon nach der anderen. Wer glaubt, das wäre jetzt schon das Schlimmste gewesen, der irrt sich. Egal welche der drei Höhlen wir besuchen, jeder Schalter und noch so kleiner Gang birgt die Gefahr einer Falle. So glaubt man einfach irgendwie mit diesem Schalter hier die Tür öffnen zu können und schon wird man von Giftfallen abgeschossen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches in Nordruinen. Bei Die verbotene Legende haben es die Level-Designer allerdings ordentlich übertrieben. Zum Schluss dürfen wir das Amulett in einer vierten Dungeon dann zusammenfügen. Klar, dass die wieder am Arsch der Welt ist und wir über die halbe Map wandern müssen. In dieser letzten Dungeon müssen wir nochmal gegen alle Endbosse kämpfen, die wir bereits in den vorigen Dungeons besiegt haben. So kann man natürlich auch die Spielzeit verlängern. Anschließend werden die Bruchstücke des Amuletts hinzugefügt und wir haben unsere tolle Belohnung erhalten nach ganzen 2 Stunden an verschenkter Spielzeit. Skyrim ist ein Spiel, was für seine Gleichberechtigung bekannt ist. So sind Frauen und Männer in etwa gleichgestellt. Dennoch gibt es eine sehr merkwürdige Quest, die dort nicht so ganz in das aufgeklärte Bild passt. In der Quest Auf frischer Tat ertappt, können wir in Helgas Herberge, die sich in Riftum befindet, mit ihrer Nichte Svana sprechen. Diese ist auf ihre Tante Helga, die auch die gleichnamige Herberge leitet, nicht wirklich gut zu sprechen. Doch welches brutale Verbrechen hat die gute Helga denn verbrochen? Svana klärt uns auf, dass sie mit 3 verschiedenen Männern in einem Monat geschlafen hat. Dass hier eigentlich die Typen die Arschlöcher sind, weil sie alle ihre Frauen betrogen haben, wird komplett außer Acht gelassen. Aber sei es drum, wir werden damit beauftragt, der alten Helga ordentlich eins auszuwischen. Helga hat nämlich in ihrer Geniehaftigkeit ihren Verehrern 3 Zeichen der Dibella gegeben. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Trottel diese 3 Symbole wieder zurückbringen darf, um zu beweisen, dass Helga eine blöde... Entschuldigung. So machen wir uns auf den total spannenden Weg und überreden oder schüchtern die besagten Männer ein, das Zeichen uns zu geben. Manchmal müssen wir auch einen von ihnen bestehlen, weil nichts funktioniert. Nachdem wir diese 3 Beweise gesammelt haben, konfrontieren wir Helga mit ihrem gesunden, ungesunden Geschlechtstrieb, der uns ja eigentlich gar nichts angeht. Damit wir ja schweigen, erhalten wir als Belohnung von ihr eine Schriftrolle. Auch Svana scheint relativ dankbar dafür zu sein, dass wir ihrer Tante eins richtig ausgewischt haben und schenkt uns ein Rüstungsteil. Klar sind die beiden Belohnungen richtig geil und auf jeden Fall unsere Zeit wert gewesen, diese Quest abzuschließen. Kleiner Funfact am Rande noch zu Svana: Ihre Eltern sind gestorben durch Räuber. Ihre Tante Helga war so nett und hat sich der Waisen angenommen. Nicht nur, dass sie sich in Dinge einmischt, die sie gar nichts angehen. Nein, sie ist auch noch undankbar. Sprechen wir nun über eine Quest, wo bei jedem Spieler das Blut anfängt zu kochen. Nachdem man einen Waffenstillstand mit Ulfric Sturmmantel und General Tullius ausgehandelt hat, stellt Delphine und Esban das Drachenblut vor eine entscheidende Wahl. Wenn das Drachenblut weiterhin die Hilfe der Klingen erhalten soll, müssen wir den Anführer der Graubärte umbringen, den guten Patonax. Die Klingen haben hierfür auch richtig gute Gründe. Wenn ihr die Augen zumacht, dann seht ihr sie. Da
Artonax ein Drache ist, war er vor Jahrtausenden auch mit an dem Drachenkult beteiligt und hat die Menschheit versklavt. Er ist damit ein Tyrann und sollte nicht mehr am Leben sein. Ach ja, wenn die Welt doch nur so einfach wäre. Gleichzeitig ist Partonax aber auch der Dude, der den damaligen Menschen die Drachenschreie bzw. das Tuum beigebracht hat. Ohne Partonax Großzügigkeit und seiner Selbsterkenntnis, dass es vielleicht nicht ganz so korrekt ist, die Menschheit zu versklaven und zu unterjochen, wäre es den Menschen niemals gelungen, gegen die Drachen zu kämpfen. Das juckt aber Delphin und Espan erstmal relativ wenig. Sie hassen vor allem die Drachen und an allem in der Welt ist der Talmor schuld. Nicht nur, dass Partonax den damaligen Menschen in der fernen Vergangenheit geholfen hat, sich gegen die Fesseln der Drachen zu wehren, nein, er hilft sogar uns Drachenblut dabei, Alduin zu besiegen. Seien wir doch mal ehrlich, er ist einer der wichtigsten Helden in der Hauptquest. Und als lieber alter Weiser, der mit seinen Sprüchen uns bei Laune hält, will man ihn doch auch gar nicht umbringen. Doch gleichzeitig ist da unser Journal und die Quest will einfach nicht verschwinden. Wir haben als Drachenblut nicht die Möglichkeit, den Vorschlag von Delphin und Espern einfach abzulehnen. Zwar können wir die Quest ignorieren, dadurch verschwindet sie aber nicht aus unserem Journal. Sollten wir die Hauptquest zu Ende spielen, ohne Partonax zu töten, scheitert die Quest und die Klingen mögen uns nicht mehr. Sollten wir Partonax töten, dann mögen uns die Graubärte nicht mehr. Was viele Spieler nicht wissen, ist, dass es durchaus ein Vorteil ist, mit beiden Fraktionen gutgestellt zu sein. Denn die Klingen können uns helfen im Kampf gegen die Drachen und die Graubärte verraten uns, wo wir weitere Drachenschreie in Himmelsrand finden können. Dieses Problem wird liebevoll von der Community als das Partonax-Dilemma bezeichnet. Um es zu lösen, kann man einerseits die Konsole einfach verwenden und die Quest einfach abschließen und beide Fraktionen sind glücklich und wollen noch mit einem etwas zu tun haben, oder aber man benutzt eine Mod. Diese erinnert die Klingen daran, dass wir als Drachenblut eigentlich der Anführer der Klingen sind und hier ein Wörtchen mitzureden haben. Gelöst ist das Dilemma. Ach so, besagte Mod findet ihr übrigens unten in der Beschreibung verlinkt. Na, mögt ihr Sammelaufgaben? Naja, so drei Dinge einzusammeln, das macht durchaus Spaß in Skyrim. Aber es gibt eine Quest, die es natürlich ordentlich übertrieben hat. Die Quest zurück zu den Wurzeln. Genauso wie die am Anfang erwähnte Quest, die verbotene Legende, hat diese Quest eigentlich einen spannenden Hintergrund. Es geht nämlich um die Frage, was es mit der purpurnen Nirnwurz in der Schwarzweite auf sich hat. Denn die unterscheidet sich offensichtlich von der normalen Nirnwurz an der Oberfläche. Doch die Geschichte wird denkbar schlecht erzählt. So sollen wir in der Schwarzweite 30 purpurne Nirnwurz aufsammeln. Die Idee der Entwickler war es wahrscheinlich hier, dass der Spieler mehr die Schwarzweite erkundet. Auf jeden Fall ist diese Aufgabe unheimlich langweilig. Aber wer glaubt, das wäre hier schon das Ende der Geschichte gewesen, der irrt sich gewaltig. Denn Bethesda scheint uns hier ganz mit Absicht zu trollen. Eine ähnliche Quest gab es nämlich bereits in The Elder Scrolls 4 Oblivion. Hier trafen wir auf den Gelehrten Sindarion, für den wir 30 Nirnwurz sammeln sollten. Schon damals fanden die Fans diese Quest absolut bescheuert. Also hat sich Bethesda hier einen genialen Plot für Sindarion ausgedacht, denn den können wir auch in der Schwarzweite antreffen. Nur, dass er jetzt leider tot ist. Die Maschinen der Dwemer waren offensichtlich nicht so begeistert von Sindarions Nachforschungen. Um die purpurnen Nirnwurz etwas schneller aufzusammeln, sind einige staue Spieler auf die Idee gekommen, den Zauberspruch Hellsehen zu nutzen. Der zeigt einen an, wo das nächste Questziel ist. Und so funktionierte dieser Zauberspruch auch in der Schwarzweite, bis Bethesda entschied, diesen rauszupatchen. Ja, ihr habt richtig gehört. Für zurück zu den Wurzeln wurde extra die Fähigkeit Hellsehen weggepatcht von Bethesda. Was erlauben sich auch diese findigen Spieler? Glauben jetzt einfach schneller die 30 purpurnen Nirnwurz zu sammeln? Nein, 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 das soll schon eine ordentliche Quälerei sein. Man soll wirklich jeden Stein in der Schwarzweite umdrehen, um einer dieser verfluchten purpurnen Nirnwurz zu finden. Vergisst all das Negative, was ihr über Bethesda gehört habt. Der eigentliche Grund, warum Bethesda gehasst wird, ist wegen diesem Kack-Patch. Aber natürlich gibt es einen geheimen Trick, den Bethesda nicht rauspatchen konnte, wie man trotzdem schnell an die purpurnen Nirnwurz kommt. Ich präsentiere euch diesen Konsolenbefehl. Schon habt ihr die nervige Quest abgehakt und nicht eure wertvolle Zeit verschwendet. Es geht aber auch noch viel schlimmer. Wenn man in die englischen und deutschen Elder Scrolls Wiki schaut, dann findet man eine Seite, die relativ beliebt ist. Und das nicht, weil sie irgendwelche tollen Informationen über die spannende Lore von The Elder Scrolls parat hält, nein, wegen ihrer Lösung. Die Rede ist von den Steinen von Barentsia. Hierbei handelt es sich um kleine Steine in einer offenen Schatulle, die den Namen tragen, ungewöhnlicher Stein. Wenn wir einmal diesen Stein samt Schatulle einsammeln, startet eine Quest und wir sollen 24 weitere Stücke von diesen Steinen finden. Im Gegensatz zu
zurück zu den Wurzeln, befinden sich diese Steine nicht in einem Areal, sondern sind komplett in Himmelsrand verstreut. Und dieser Umstand macht einen wahnsinnig, denn sie werden einem nicht angezeigt mit einem Questmarker. In jeder Dungeon, in jedem kleinen verkackten Haus, was auch absolut unbedeutend aussieht, könnte einer dieser Steine liegen. Und so schaut man sich als Drachenblut wirklich jede Dungeon ziemlich genau an, nur um diese Steine zu finden. Auf den besagten Wiki-Seiten sind die Fundorte der Steine von Barinthia angegeben. Ich habe euch diese Seite natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie alles im The Elder Scrolls Universum angefangen hat, dann klickt euch in dieses spannende Video. Oder ihr interessiert euch für das Geheimnis der Nirnwurz, dann klickt euch hier rein.